Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Autogipfel im Kanzleramt. Im Fokus des Spitzentreffens von Politik und Automobilbranche heute Abend steht die Elektromobilität. Kanzlerin Merkel hatte im Vorfeld bekräftigt, dass bis 2030 eine Million Ladepunkte in Deutschland geschaffen werden sollen. Seehofer beklagt Verrohung der Gesellschaft. Angesichts der Morddrohungen gegen Politiker warnte der Bundesinnenminister in der Süddeutschen Zeitung vor einer Zunahme von Gewalt und Einschüchterungsversuchen. Die beiden grünen Politiker Özdemir und Roth hatten Todesdrohungen von mutmaßlichen Rechtsextremisten erhalten. Für heute geplantes Koalitionstreffen zur Grundrente vertagt. Es gebe noch offene Punkte zu klären, hieß es von CDU und SPD. Aus den Reihen der CDU hält die Kritik an einem Kompromiss mit der SPD an. Unionsfraktionschef Brinkhaus schloss in einem Interview mit der Welt eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung aus. Bayern München trennt sich von Trainer Kovac. Der Bundesliga-Verein teilte mit, dass bis auf Weiteres Co-Trainer Flick die Mannschaft betreuen werde. Am Samstag hatten die Bayern 1:5 gegen Frankfurt verloren. Mercedes-Pilot Hamilton zum 6. Mal Formel-1-Weltmeister. Der Brite sicherte sich den Titel 2 Rennen vor Saisonende. Den Grand Prix im US-amerikanischen Austin gewann sein Teamkollege Bottas. Hamilton wurde Zweiter. Das Wetter. Heute im Nordosten Regen, der sich im Tagesverlauf zurückzieht. Sonst wechselhaft mit vielen Wolken, Schauern und etwas Sonne. Im Südwesten auch kurze Gewitter. 9 bis 16 Grad.